Und ich sage herzlich willkommen zu der letzten Folge Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir werden uns jetzt sofort zum Duellieren begeben und uns gegenseitig auf die Fresse hauen. Weil es so viel Spaß macht. Hoi, 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 hoi. Und gib alles, du geile Stampe. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass hier ein Geheimraum ist. Nee, dass wir nicht alle Bildkarten gefunden haben. Ich finde das so schade. Ich muss weinen. Deswegen haue ich dir jetzt auf die Schnauze. 20 Bohnen. Ja, da habe ich wohl, glaube ich, gerade noch so viel übrig. So. Hufflepuff wird heute den berühmten Harry Potter schlagen. Ja, das glaube ich auch. Bekämpfen. Bekämpfen. Ja, wie schnell die einfach parieren kann, ne? Vorsicht! Er wird dich besiegen, wenn du seine Angriffe nicht besser abwehrst, Hufflepuff! Man, er weiß nicht mehr, wie sie heißt, ey. Er ist voll unwichtig wie Amanda. Pass auf, sonst gewinnt Potter noch! Ja, das wäre ja voll schlimm, ne? Nur weil mein Vater seine Liebe verbunden hat. Dass du es tatsächlich geschafft hast, Hufflepuff zu besiegen. Ja, bla bla, ist mir egal. Einfach weitermachen. Noch ein Kampf. Ja, 25 Bohnen. Mensch, es ist zu viel. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Oh, das ist voll die Ehre. Recusembra! Oh. Na gut, dann pariere ich jetzt auch mal. Expelliarmus! Expelliarmus! Aua! Expelliarmus! Expelliarmus! Heftige Zauber! Oh, Junge! Half-Life, Alter! Heftige Zauber! Was? Slytherin ist unberechtigterweise getroffen worden! Ja, voll unberechtigt, dass ich dem voll in die Fresse gehauen habe. Hast du einen Glückstreffer gelandet, was, Potter? Scheiß auf Parieren, so eine behinderte Kacke. Ich schau jetzt einfach die ganze Zeit in die Fresse. Ach komm! Slytherin ist unberechtigterweise getroffen. Ja, dann ist unberechtigt. So, fertig. Und weiter geht's. So, Harry, du trittst jetzt gegen ein Mitglied aus deinem Team an. Aber erwarte nicht, dass der Kampf deshalb leichter wird. Meine Leute sind die Besten, ja? Die Besten, die hier passiert sind. Ich hab dich im Visier, Potter. Versuch bloß nicht zu mogeln. Wie soll ich denn bitte mogeln? Soll ich irgendwie Avada Kedavra machen oder was? Ah, ist ja dumm. Recusembra! 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 Mann! Recusembra! 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 Na, ich weiß, man sollte wahrscheinlich ein bisschen parieren. Aber. Recusembra! Ich kann das halt nicht so gut. Tut mir leid. Expelliarmus! Lol. Ich kann das halt nicht so gut. Erstmal parieren. Mimblewimble! Der krasseste Spruch der Welt! Expelliarmus! Aua. Mir macht er keinen Schaden. Recusembra! Mimblewimble! Expelliarmus! Expelliarmus! Lol. Ich töte ihn einfach mit seinen eigenen Zaubern. Expelliarmus! Lol, ist der behindert, Alter?
Expelliarmus! 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 Er hat einen anderen Gryffindor. Ja. Naja, wie unloyal, ich weiß. Deine Mutter ist auch richtig unloyal, weil die hat nicht nämlich in den Arsch gebumst. So, dann herzlich willkommen bei Let's House Slytherin auf die Fresse. Ja. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Recusembra! Nee, ist glaube ich enger. Recusembra! 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 Wenn ihr versteht, was ich meine. Hallo, man kann das so machen. Recusembra! 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 Naja, dann parieren wir jetzt auch mal ein paar. Expelliarmus! Expelliarmus! Und Slytherin setzt zu einem perfekt getimten Angriff an! Expelliarmus! Slytherin ist unberechtigterweise getroffen worden! Expelliarmus! 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 Nice! Naja, wie enttäuschend und so, ne? So, da wird der nächste abgefrühstückt. Zeit für ein Duell. Darf ich dir jetzt deinen nächsten Gegner präsentieren? Nee. Es ist Ravenclaw. Wow, ich dachte, ich krieg einen Gegner. Recusembra! 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 Ah, das war nicht so richtig. Recusembra! Das ist voll geil, ich warte einfach, bis die Dinger zugehen. Weil das kann er dann nicht auf meine Seite parieren. Ravenclaw hat einen schweren Rückschlag erlitten. Oh. Gute Besserung. Ravenclaw muss ganz schön anstecken. Und komm gut nach Hause, ne? Au! Es kommt das erste, der wirklich sagt, dass ihm was wehtut. Oder zumindest habe ich es bei den anderen nicht so gehört. Weil nämlich alle so krasse Typen sind. Recusembra! Recusembra! Ah, er ist tot. So. Oha, 100 Boon. Üble Sache. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Harry. Recusembra! Arschmusen. Recusembra! Ah! Recusembra! Recusembra! Ja, was soll man dazu sagen, ne? Da hast du einen Glückstreffer gelandet, was, Potter? Boah, Junge, wie sie auch gewartet hat. Ist echt keine Schwierigkeit, die jetzt töten. Unberechtigterweise getroffen worden. Recusembra! Recusembra! Boah, Junge, wie ging der Zauber denn hin? Da parieren wir mal ein bisschen. Expelliarmus! Mach es Potter doch nicht so einfach! Schlag zurück! Nee! Expelliarmus! 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 Aua! Von jetzt. Expelliarmus! Eigentlich nicht so in Ordnung. Expelliarmus! Deine Mutter stinkt nach Kochsalz. Recusembra! Ey, Mann! Nochmal! Slytherin in den Arsch gebumst, ja. Oh, da ist ein Abgrund. Oder nicht, oder doch? Harry, du trittst jetzt gegen ein Mitglied aus deinem Team an. Aber erwarte nicht, dass der Kampf deshalb leichter wird. Ich dachte, das Spiel wird jetzt voll leichter. Weil die lassen nämlich mich gerne gewinnen, damit ich besser dastehe. Weil ich nur einen fucking Basilisken getötet habe, eine Spinne zermatscht habe, deine Mutter gebumst habe und keine Ahnung. Ach ja, die meisten Hauspunkte. Ich habe allein alle Hauspunkte von meinem Team geholt, weil die alle so geistig behindert sind. Ich habe mal wieder Lord Voldemort in den Po gebumst. Ich habe Quidditch-Pokal hier gewonnen.
Ich hab dich im Visier, Potter. Ich meine, da müssen sie es mir echt leichter machen. Weil ich habe ja echt nicht so viel drauf, außer Zahnbelach. Da hab ich ganz viel drauf. Nicht schon wieder ein Treffer von Potter. Harry hat einen. Ja, das war jetzt aber ein bisschen einfach. Lalalalal. Okay, da kommt auch schon der letzte. Der kommt auch zeitlich ganz gut hin. Ja. Jetzt wird's eng. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Ich meine, warum sollte das jetzt irgendwie krasser sein, nur weil es so eng hier ist? Ich stehe das gerne. Wie er es an seinen Zauberstab packen muss, um seinen Zauber zu wechseln. Wie dumm das ist. Aha! Rictusimbra! Expelliarmus! Expelliarmus! Hast du einen Glückstreffer gelandet, was, Potter? Expelliarmus! Oh ja, zum Glück! Expelliarmus! Expelliarmus! Das ist quasi ein bisschen wie Tennis, habe ich das Gefühl. Expelliarmus! 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 Boah, Junge, was hier für dicke Schlangen hier rauskommen. Expelliarmus-Schlangen. Rictusimbra! Rictusimbra! Expelliarmus! Mach es Potter doch nicht so einfach! Schlag zurück! Weißt du, bei diesen mega langen Ketten, ne, wo der auch immer schneller wird und dicker. Weißt du, da kann er die ganze Zeit kontern. Ist unberechtigterweise getroffen worden. Jetzt bei diesen Baby-Zaubersprüchen hier, ne? Kriegt das nicht mehr hin. Au! Au! Oh, das war voll in mein Ohr. Da hast du einen Glückstreffer gelandet, was, Potter? Was? 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 Ich meine, ich habe ihn die ganze Zeit getroffen. Er hat mich noch kein einziges Mal getroffen, ne? Dann hab ich meinen Glückstreffer gelandet. Slytherin besiegt wie alle zuvor. Das war sehr einfach. Ich bin Nummer 1. Noch vor Erik. Wow. Okay. Jetzt bin ich gerade scharf am Überlegen. Gibt's noch irgendetwas, was wir nicht gemacht haben? Irgendetwas. Also uns fehlt eigentlich immer noch eine Bildkarte. Aber ich weiß nicht, ob wir die noch kriegen können. Und wenn ja, wo wir die kriegen können. Ich habe momentan nichts zu verkaufen. Komm später nochmal vorbei, dann ist mein Lager sicher wieder voll. Weil wir haben eigentlich soweit auch jetzt alles, ne? Entschleime! Alles gemacht einmal. Also könnte es wirklich sein, dass ich das irgendwo in irgendeiner Herausforderung dann vergessen habe. Wahrscheinlich bei der Elasto-Herausforderung, dass da noch eine ist. Oder ob eben gerade in der Kammer das war. Also ich sag eben gerade, weil ich das am Stück aufnehme. Aber in der letzten Folge war das, glaube ich. In der Kämme des Schreckens. Ja, aber ich habe gesagt, das wäre jetzt die letzte Folge. Heute. Und deswegen wird das jetzt auch die letzte Folge heute. Hier findet die Hauspunkteauswertung statt. Auch wenn wir so kurz vor 1000 Punkten sind. Ich hätte eigentlich gerne 1000 Punkte. Ach, scheiß noch drauf. Wir beenden jetzt das Spiel. Jetzt sofort. Eine Karte. Oh, das ist wirklich die letzte. Boah, dann war das 100% die in der Kammer. Ach, ist das behindert. Warum habe ich denn das nicht nochmal gemacht? Naja. Dann gehen wir zu Hauspunkte-Verdingsbumsen. Bitte alle mal herhören. Der Schulleiter möchte etwas sagen. Kinder, das hat mal Schnauzen. Ruhe! Noch kann ich euch Hauspunkte abziehen.
Mit der Hauspunkteauswertung endet ein aufregendes Schuljahr. Ja. Wie auf dem Tisch stehen muss, weil er so klein ist. Ich möchte keine großen Reden schwingen, sondern gleich mit der Verleihung des Hauspokals beginnen. Ja, dann meinst du, wir haben dieses Jahr wieder gewonnen? Ja, nachdem ihr, Harry und du, Hogwarts gerettet habt, dürfte das ja eigentlich keine Frage sein. Vierter ist Ravenclaw. Ja. Schlechter als Hufflepuff. Vierter hört sich immerhin noch besser an als letzter. Wie kann man schlechter als Hufflepuff sein? Hufflepuff. Danke, wir sind mit dem dritten Platz ganz zufrieden. Ja, wen hat das und der Zweitplatzierte ist... Ihr seid Zweiter, Gryffindors. Ihr seid von Natur aus nur zweite Wahl. Dieses Jahr werdet ihr uns nicht den Hauspokal vor der Nase wegschnappen. Knapp der Disqualifikation entgangen. Slytherin. Was? Also disqualifizieren. Was? Der erste Platz und damit der Hauspokal geht an... Gryffindor! Ja! Wir haben es wieder geschafft! Toll! Harry hat es wieder ganz alleine gemacht. Und alle feiern ihn dafür. Wirklich, alle drehen sich zu ihm. Und alle klatschen im gleichen Takt. Klatsch, 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 Pause. Klatsch, 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 Pause. Klatsch, 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 klatsch. Ja. Was für eine schöne Sache. Und hier laufen auch dann die Credits. Harry Potter PC Team Credits. Es war eine No Wonder Produktion, ein Amaze Entertainment Studio mit verschiedenen Producern und Developern, die ihr alle schön sehen könnt. Ja. Das war Harry Potter und die Kammer des Schreckens PC-Version. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei dem Let's Play. Ich hab's gemacht, mir hat's gefallen. Allein deswegen, weil ich es halt damals wirklich richtig krass gesuchtet habe. Ich habe mich erstmal richtig schön gefreut, wenn quasi das Spiel vorbei war. Ist auch ein bisschen Nostalgie gewesen, glaube ich, in diesem Let's Play. Ja, schade, dass wir nicht alle Bildkarten gefunden haben. Obwohl. Ja. Ich habe sogar erst noch gesagt bei den Balken, ne? So, ja, das ist, glaube ich, ein Geheimnis. Ich lasse es erstmal halb stehen. So, und dann habe ich gesagt, ach, scheiß drauf. Machen wir jetzt einfach schnell zu Ende. Und nur deswegen haben wir nicht alle Bildkarten. Hätten wir alle Bildkarten gehabt. Jetzt haben wir nur 100 von 101. Ist nicht in Ordnung. Ja. Musik kombiniert bei Jeremy Sowell. Ich fand die Musik richtig geil in diesem Spiel. Also, ich finde es immer noch richtig geil. Ich habe mir auch eine Kopie der Musikdateien gemacht in der B3-Format. Ja, also ich muss sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen beeinflusst bin von damals, so, ne, fand ich das Spiel trotzdem ziemlich gut. Klar, es hat jetzt nicht so die Story direkt so nacherzählt von Harry Potter, aber ich würde sagen, schon so ganz gut zusammen die Sammlung, die Story zusammengefasst. So kleine nette Cutscenes am Anfang gab, die ziemlich viel Story dann schon genommen haben und Erzähler, die die Zeit quasi zusammengefasst haben. Und ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich doch überrascht bin, wie gut noch die Grafik ist. Ich hätte gedacht, dass es wirklich richtig schlecht aussehen würde. Ich meine, das Spiel ist, glaube ich, auch schon über 10 Jahre alt, ne? Ja, ich habe hier die Verpackung liegen. Auf der Verpackung steht Copyright 2002 Electronic Arts. Also wäre das Spiel jetzt auch schon 12 Jahre alt gewesen. Na ja, gut, das kam noch 2002 raus. Gab's, glaube ich, die Sims 1? Kam der nicht irgendwie 2001 oder so raus? Nur, ne? Ich meine, da sieht Harry Potter, glaube ich, schon ein ganz Stück besser aus. Zumindest die Charaktermodelle, die fand ich, waren eigentlich ganz gut. Und das Leveldesign hat mir immer noch gefallen. Also es waren so nette, schöne Adventure, 3D-Adventure-Aufgaben. So, ne? Ein bisschen Jump'n'Run, kleine Rätsel, die jetzt wirklich nicht schwer waren. Obwohl ich nicht alle gefunden habe in der Lastaufgabe. Und ich
Der Schwierigkeitsgrad ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Ich meine, guck mal, der letzte Bosskampf, ne? Die Schlange. Ich glaube, ich wurde fast gar nicht getroffen. Vielleicht einmal oder so. Und ich glaube, das ist auch einfach. Der zweite Film war ja auch ab 6 Jahren freigegeben. Oh, da kommen schon die Splash Fangs und ich labe hier noch weiter wie Behinderten. Ich glaube, es ist einfach für eine junge Zielgruppe und deswegen ist es auch nicht so schwer. Ja. Also mein Fazit, super Spiel. Oh, die Quests fangen einfach mal vorne an. Nee, hallo, das möchte ich nicht. So, dann gucken wir mal, für das Menü aufrufen. Ja, toll, Punkte, eieiei. Ach ja, es gab eine Karte. Ja, die habe ich gebraucht. Zauberduelle bin ich auch erster. Würfel nur Geheimnisse, wow. Gibt es Semper-Herausforderungen? Was ist das? Glaube ich, Zeiten, die ich hätte vielleicht noch schlagen können, so Bestleistungen, keine Ahnung. Wir haben mit Abstand die meisten Punkte. Hä, wieso ist überhaupt Ravenclaw letzter geworden, eben gerade? Die sind doch, die haben noch mehr Punkte. Wer sind die Damen? Wir haben noch 22 Tränke, ich glaube, wir haben 2 Tränke im ganzen Let's Play verbucht und das auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge. Ja. Mir bleibt als letztes nur, mich zu bedanken. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Und hoffentlich schaut ihr auch bei meinem nächsten Let's Play zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ab morgen. Hoffentlich auch wieder täglich, so wie dieses Let's Play. Also, bis dahin würde ich sagen, macht es super dope. Tschüss.